Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich renne wieder zu Ornstein und Smaug. Vorher mache ich aber noch was anderes, um sie hoffentlich leichter besiegen zu können. Und zwar gehe ich zum Schmied und werde mal eine Waffe hochleveln. Eine mit ganz normalem physischen Schaden. Der Speer macht richtig fett Damage an Smaug, aber ich will ja auf jeden Fall. Ah, der wird auch blitzresistent werden, wenn ich Ornstein zuerst töten würde. Aber ich möchte ja, weil ich das in der Reihenfolge noch nicht getan habe, auf jeden Fall erst Smaug töten. Deswegen gehe ich mal schnell. Ja, invaden kann man jetzt aktuell nicht. Ich bin nicht menschlich. Ich werde Ornstein und Smaug erst besiegen und dann nehme ich jetzt. Nee, ich muss erst kurz mit ihm reden. Schauen, was ich kaufen kann. Ich kann kleine Sterben kaufen. Das ist gut. Ja, mache ich. Bin gleich wieder bei dir. Brauche aber Seelen. Das Invaden geht weiter, wenn Ornstein und Smaug geklappt hat. So, okay, also. Ich weiß gar nicht, wie viele kleine Scherben ich brauche. Ich nehme jetzt mal zwei mit, ich nehme eine große mit. Waffe verstärken und jetzt will ich einfach nur, glaube ich, die ganz normale Hellebarde haben. Moment, bevor ich jetzt irgendeinen Quatsch mache, einmal nochmal schnell schauen, dass ich die auch benutzen kann. Nicht, dass es heißt, jawohl, ich kann die benutzen. Passt, da kommt nämlich dann einmal der Blitzspeer rein und einmal die Hellebarde. Eventuell muss ich dann ein bisschen Ausrüstung ablegen. Das sehen wir aber gleich. So. Und jetzt will ich auf jeden Fall die Hellebarde so weit hochleveln, wie ich es mir leisten kann. Nochmal zwei kleine Scherben. Ach, nein, ich brauche noch was von dir. Erstmal zwei kaufen. Dann brauche ich drei kleine Scherben. Mal schauen, ob es noch reicht. Yep. So, jetzt kann ich die nicht mehr hier verstärken. Das ist das Maximum, was hier geht. Ja. Okay. Alles klar. Ja, das ist jetzt eine schwere Rolle natürlich mit den beiden Waffen drin. Ja, so reicht's. Ja, perfekt. So. Nice. Okay. Dann kann ich bei Ornstein auf die Hellebarde wechseln. Ich hoffe, ich mache ein bisschen mehr Schaden jetzt als. Er steht ja immer noch hier. Herr Ritter, hätten Sie nicht etwas schneller weggehen können? Okay. Er chillt sich einen ab. Es ist einfach so geil.
Wie auch läuft so. Dam, dam, dam. Ja. Ich bin gerade ziemlich viel gerannt. Jetzt chill ich mein Leben beim Weglaufen. Alles easy. So. Oh, hi. Oh, come on. No. Ach, das geht ja schon wieder gut los hier. Nope. Nope. Ach Gott. Ja. Hilfe. Hilfe. Ich sterbe. Wo bin ich jetzt? Ach, hier ist eine Wand. Okay. Okay, vielleicht muss ich erstmal noch mal reinkommen wieder. Vielleicht muss ich erstmal wieder reinkommen. Das kannst du besser. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe, dass es gleich besser wird. Und hua. Oh. Nicht nochmal. Oh, ich das hasse, wenn er das tut, ey. Oh, dass Oni mich da treffen konnte, war gemein. So. Autsch. Erstmal wieder die Timings reinkriegen, weil gefühlt bin ich halt hier wieder richtig, aber... Ah, da muss man laufen. Fuck. Da muss man weglaufen. Ah, ich sollte ihn vielleicht nicht anvisieren. Jetzt lief es mit Smaug gerade so gut. Ich glaube wirklich, ich sollte ihn nicht anvisieren, den guten Orni. Oh.
So bitte und so. Au, au! Ach, dieses durch Wände stechen. Wie? Wie jetzt? Zwei Hits und kein Treffer. Ich mache immer noch so wenig Schaden. Aber mehr als vorher. Auf jeden Fall. Viel mehr als vorher. Mist, nee. Nee, 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 nee. Komm. Ey. Es ist doch eine Schweinerei. Es ist doch eine Schweinerei. Opsels. Obala. Ja, genau. Ich will unbedingt Ornstein am Ende bezwingen, weil das habe ich noch nicht gemacht. Das fehlt noch. Haben wir das letzte Mal spontan so entschieden, dass das jetzt gemacht werden muss. Das fängt schon nicht gut an. Ja, mit der okkulten Keule habe ich es auch probiert. Die hat genauso wenig Schaden gemacht tatsächlich. Ja, ich hab schon auf ihn gewartet gerade tatsächlich. Wusste, dass er jetzt kommt. Come on. Dieser Schlag hat mich das letzte Mal schon ständig erwischt. Nee, shit. Ey, come on. Zwei Hits wieder zwischen seine Beine. Ach, fuck. Ich habe ja jetzt... Ach so, dann hätte ich eine plus 10 Waffe. Ja, stimmt, wenn ich die entzauber. Aber geht das bei dem Schmied hier in...
in Anor Londo, weil das ist ja... Ach, dass er mich da treffen kann. So ärgerlich, so ärgerlich. Und dass diese Hellebarde auch ständig daneben feuert, ne? Zwischen seinen Beinen durch. Voll nervig. Ach, wenn man im richtigen... Das ist... Ach, es ist mir damals nicht aufgefallen, weil ich dachte... Altes Spiel und so. Ey, dreimal! Dreimal steche ich zu und nicht... Und ein Treffer kommt an. Ach, es ist so nervig. Vielleicht muss ich den schweren Angriff benutzen. Aua. Nee, das weiß ich nicht. Das dauert halt ewig. Vor allem hätte ich halt auch gerne den Blitzspeer von ihm mal probiert, mit dem gespielt. Aber weißt du was, ey? Ich glaube, ich bin damit durch. Ich werde mich jetzt hier nicht mehr ewig mit denen aufhalten. Ich mache die jetzt einfach andersrum. Es will nicht klappen. Ich habe immer noch die Schwierigkeiten wie beim letzten Mal, mach gefühlt keinen Schaden und ich will auch jetzt hier nicht 100 Mal reinlaufen. Ich will weiterkommen, ich will alle Bosse killen, mir fehlt hauptsächlich eigentlich nur noch Kalamit. Da habe ich jetzt keine Lust, hier nochmal 10 Folgen Ornstein und Smaug zu machen. Deswegen geht's jetzt erst dem guten Ornstein an den Kragen. Dann ist es jetzt halt so. Ey, wie einfach jeder Hit daneben geht. Was ist das hier? Mann. Es ist unfassbar. Die immer durch ihre Kumpels durchstechen können. Das hat mich beim letzten Mal schon so genervt. Ich habe nichts mehr gesehen. Es kann doch nicht wahr sein, dass mir die zwei jetzt so schwer fallen. Nein. Schnauze. Zurückzaubern kann jeder Schmied. Das ist natürlich... Dann habe ich eine +10-Waffe und nicht diese hässliche +5-Waffe, ne?
Soll ich mal kurz gucken? Guck mal kurz. Sorry, hab deine Einrichtung kaputt gemacht. Umwandeln. Ah ja, zurück. Das wird eine göttliche Keule plus 5. Das macht nicht mehr Schaden. Das hilft nicht. Und der Blitzspeer auch nicht. Nee. Das hilft nicht. Ja, beim Speer plus 10, aber weniger Schaden. Und der Blitzschaden funktioniert ja super gegen Smaug. Also jetzt am Anfang halt, ne? Ach komm, ey. Was stehst du hier rum? Warum rennst du mir so weit hinterher? Mach einfach nicht. Das nächste Mal bleibst du dann am Leben. Ich probier's nochmal. Ich habe mich das letzte Mal eingespielt auf erst Smaug killen, dann Ornstein. Probiere ich jetzt nochmal. Es funktioniert ja gut. Ich muss nur ruhig bleiben. Ich muss mir viel Zeit lassen gegen Ornstein. Dann sollte das alles halb so wild sein. Diesen Scheiß, ey. Wow. Natürlich kommt er noch mal von der Seite an, ne? Ach. So, jetzt Zeit lassen. Alles gut. Wir haben es nicht eilig. Niemand hat's eilig. Ich hätte eigentlich, wäre es mir am liebsten, wenn du deinen. Ach, Kacke, ja, das durch Säulen hindurch treffen, ey. Das. Ah, das macht mich immer noch so wahnsinnig.
Komm, du willst doch jetzt eine Runde hüpfen, oder? Nee? Och. Alter. Julius, grüß dich, hi. Ich wollte gerade einen großen Schrei loslassen, weil es mich gerade wieder super nervt und ärgert, dass ich diese zwei Jungs nicht kaputt bekomme. Das gibt's doch nicht. Von 1 bis 1, wie steht's mit dem Spaß? Alles easy. Alles easy. Julius. An Dark Souls 1 geht schon klar. Ich bin nur Hartstein und Smaug. Die ärgern mich gerade wieder. Die ärgern mich gerade wieder. Blöde Ratte. Nee, nee, Leute. Nee, 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 nee. Ihr wartet jetzt mal ganz kurz, ja? Ihr habt jetzt nicht euer Todeskiller-Pattern hier am Start. Bei dem ich nichts tun kann. Mann! Ach ja, ich stech wieder zwischen seinen Beinen durch. Ich sehe nix. Na bitte, geht doch. Nee, ach komm. Ich hatte halt auch die Hitboxen in Dark Souls 1 echt nicht so krass in Erinnerung, ne? Ach, Fluch! Nochmal, wirklich? Zubbelst du in mich rein? Verdammte Axt! Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hier, wann ich hier drücken soll.
Ich drück doch, Mann! Hör auf jetzt mit deinem Brutzel! Hör auf mit dem Brutzler! Nicht cool! Ah! Ach, shit! Schweinebacke, ey! Das ist die beste Attacke. Aber dann treffe ich ihn nicht! Immerhin 88 Schaden und nicht mehr nur noch 50. Mit 50 Damage, das war schon hart. Oh! Oh! Immer diese random Dreckstreffer, ey, oh! Das wird nichts. Ich habe schon zu viel saufen müssen. Mir ist noch keine gute Taktik gegen ihn gekommen. Und hier hau ich halt immer daneben. Dreimal drücke ich und keiner trifft. Jetzt durfte ich keine Rolle machen, warum auch immer. Nee, geh weg! Geh weg! Der schwere Angriff, meinst du, macht mehr Sinn. Ja, das ist aber... Wenn ich den mach, guck, dann, der kommt halt nicht durch. Das ist das Problem, das ist, da hüpft er weg, wenn ich den mach. Leider. Geh weg! Ich hab keine Heilung mehr, ich darf mich nicht mehr treffen lassen jetzt von dir. Oh, er zuppelt schon wieder in meine Richtung, ey! Ach, Mann! Was? Ja, Miko, das probiere ich, aber das klappt halt nicht. Ich hab ja den, das ist ja eigentlich, wenn er so auf mich zustürmt und dann steht er so breitbeinig da, dann eigentlich hätte ich das Gefühl, dass das voll gut passt. Aber es passt halt nicht. Ach, ihr Arschgeigen, ihr blöden... Arschgeigen. Alle beide. Nee. Er zuppelt schon wieder in meine Richtung.
funktioniert. Dass das funktioniert. Es ist so dumm. Keine Ausdauer gehabt, oder? Keine Ahnung, warum ich nicht rollen durfte. Hey, ach, verpiss dich doch hinter mir, ey. Unfaire Säcke. Da zu zweit auf einen losgehen, ey. Wunderbar, so toll. Ach, come on! Ja, genau! Servus, Sepp. Ach, Kacke. Oh, ja. Oh, ich kann mir das nicht mehr antun, ne? Ich kann mir das eigentlich nicht mehr antun, dieses Spiel. Immer durch die Scheißsäule durch! Durch die Säulen durch, der zubbelt mich sich in meine Hitbox rein und keine Ahnung, ey, es ist... Es ist echt übel, ey. Ich hatte das irgendwie viel besser in Erinnerung. Ich hätte einfach damals den All Bosses Run aufnehmen sollen, ey. Das ist so ärgerlich, dass ich das jetzt hier nochmal mache irgendwie gerade. Ornstein und Smaug. Das ärgert mich gerade so sehr. Und der hier auch. Verdammte Axt. Dämlicher, silberner Pimmelkopf. Ich hätte gerne Ornsteins Speer probiert, aber ich versuche jetzt nochmal erst Ornstein zu killen. Ich glaube, da kann ich auch die Rüstung wieder anziehen. Bereust du manchmal deine Entscheidung? Ja. Ja.
In solchen Fällen hier. Und in solchen Fällen... Weil From Software halt auch teilweise wirklich es schafft, durch alle Spiele Probleme zu haben. Immer die gleichen Probleme durch alle Spiele durch. Voll krass. Roll halt, Mann! Das Krabben-Souls deinstalliert hat dich zu hart getriggert. Geil. Schieb doch nicht deinen Kumpel weg, der gerade zu mir kommen will. Oh, hi. Hören Sie bitte auf, jetzt mich zu verprügeln. Komm jetzt her, Ornstein, Mann, sonst flitzt du doch auch durch die halbe Arena und jetzt lässt du deinen Kumpel rennen, den Fettsack, wirklich? No! Ach, Mann! Schnauze jetzt nicht nochmal, Mann! Alter, reicht dann auch wieder! Heiland, verfluchte! Thank you.
Oh, Leute. Jetzt noch Brusttrommeln. Für dich ist der Fall klar. Ja, Jonglage gibt es ja auch so mal zwischendurch. Ich habe mir schon gedacht, irgendwie. Der Kackbratze-Sound, der muss teurer sein. Nee. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich weiß nicht, was passiert. Alter, Mann, lass mich doch deinen Kumpel hauen. Der stirbt jetzt. Ich wollte mir sowieso anderes Equipment anziehen eigentlich, ne? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da.
Komm her. Ja, passt. Passt, komm nur. Scheiße. Natürlich rennt er nicht gegen den. So. Muss kurz saufen, warte. Verdammte Axt. Ich hasse diesen Move, ne? Diesen. Ich hasse ihn so sehr, wenn er so anstürmt, dass... Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier am besten ausweich. Ja, bei ihm mache ich wenigstens Schaden. Das ist... Nein, ich bin reingelaufen. Scheiße. Ja gut, jetzt habe ich halt Smaug gekillt, ist egal, passt schon. Ach, let's go. Ist der Hammer von Smaug, ist der cool? Kann man sich den craften? Was bräuchte ich denn dafür, dass ich mir den craften kann? Also, nee, ich will, weiß nicht, ich glaube Wille... Machen wir nochmal jeweils eins, weil irgendwann wird mal eine Waffe kommen, die ich ja da benutzen will. Mit dem Zeug. Oh, endlich haben wir sie besiegt, ey. So, jetzt geht der Run endlich weiter. Jetzt geht der Run endlich weiter. Du hattest dich auf Ornsteins Speer gefreut. Ja, es tut mir leid, ich hab's nicht geschafft, den... Ich hab's einfach nicht hingekriegt. Das war mir echt zu... Es tut mir leid, Julius. Ich hätte ihn auch gerne gespielt, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt. Was ist denn jetzt der beste Way to go eigentlich? Was macht man jetzt am besten? Sifs Ring holen. Ah, okay. Also hierher.
Key bei Andre kaufen. Scheiße, jetzt habe ich natürlich dummerweise. Ach Mist. Jetzt habe ich blöderweise die Seelen ausgegeben, ne? Shit. Wie viele Seelen gibt mir der? Weiß ich nicht. Ah, der wird blitzresistent sein, ne? Scheiße. Ah, geht schon. Ich will. Nee, ich habe ja noch. Ich habe ja noch Seelen. Ich habe ja noch die Seele von Quelaag und. Quelaag will ich eh nicht nehmen. Ich nehme die Seele, die Quelaag-Seele. Das Schwert will ich nicht benutzen. Das Schwert will ich ja nicht. Reicht noch nicht, ne? Ich brauch's, glaube ich. Kostet der nicht 20.000? Wait. Was? Achso, das hier. Genau, das Wappen war es, glaube ich, ne? Ja, 20.000. Leute, ich muss ganz kurz auf Toilette. Die Aufnahme läuft aber noch weiter. Wir machen sofort weiter. Geht schnell. So. Also, ja, ich schluck einfach die nächste große Seele, die ich hier hab. Eisengolem. Was gibt mir der Eisengolem für eine Waffe? Ja, ich benutze einfach die, das passt schon. Ja, guck mal. So. So, jetzt. Und was ich jetzt nicht vergessen darf, wir werden wieder menschlich. Zehn Humanity aufsparen, echt für was? Marius, grüß dich. Hi. Ah, Cathys Eid und dem Augapfel. Ja, im Notfall kann ich die vielleicht auch irgendwo bei den Ratten oder so paar farmen schnell. Ja, die Dark Souls 1 Videos kommen überhaupt nicht auf YouTube an, tatsächlich. Der PvP All Bosses Run, ganz, ganz schlecht geklickt. Das heißt, die Aufnahmen werden jetzt länger. Und ich werde. Schauen, dass ich zügig durchkomme. Damit ich Dinge tun kann, die dem Kanal beim Wachsen helfen, weil Dark Souls 1 ist es offensichtlich nicht.
Ach stimmt, hier war ja einer. Ich hasse ja diesen Schmetterling. Komme ich hier rum zum Schmetterling auch, ne? Ich finde den ja ganz, ganz schrecklich. Ist der hier, der Schmetterling? Nee, was ist hier? Warum ist hier Nebel nochmal? Ach so. Wie war denn die Nummer noch? Ich weiß, ich musste hier irgendwo am Rand entlang und dann hier hoch, glaube ich. An denen hier einfach vorbei. Und dann ist hier oben ja schon der Schmetterling, oder? War das nicht so? Ja, doch. Voll das starke Schwert. Das ist nicht mehr so stark. Ich weiß nicht, ob das, wie viel Schaden ihm das macht. Komm her jetzt. Aber ich habe, glaube ich, Feuerbomben, ne? Die kann man, glaube ich, auf ihn werfen. Komm jetzt her! Mann, ey. Dieser Boss ist echt auch, das ist so ein Nervsack. Lande jetzt auf dieser verdammten Brücke, Mann! Los! Na, endlich. Ja, keine Ahnung, probieren wir mal den Speer aus, wie viel Damage der ihm macht. Hallo, lande er bitte. Danke. Ja, der Speer ist besser. Der Speer ist viel besser. Danke, passt. Erledigt. Was war hier oben nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Musste ich hier hin? Nee, ne? Ah, ein paar Dinge. Ein paar Dinge gab es.
So, Wolfi. Wo war Wolfi nochmal? War Wolfi da hinten? War Wolfi da hinten? War Sif da hinten irgendwo? Bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Nope. Ey! War der Wolf hier? Weiß es halt echt nicht mehr, ne? Ich glaube, es könnte sein, dass er hier war. Und dann einfach geradewegs hindrehen. Ja, okay. Schauen wir mal, ob der Speer bei Sif auch einen guten Job macht. Alles mit Beine treffen sind Stichwaffen so, naja. Bleiben Sie bitte hier. Ach ja, er macht ja einen Sprung, wenn man im Rennen ist. Auch so blöde, ne? Ich könnte noch was anderes machen. Das Springen, obwohl man rollen will, ja. Voll mies. Ja, hier könnte das Schwert tatsächlich nützlich sein, einfach weil auch. Vielleicht macht es ein bisschen mehr Schaden, das könnte sein. Ich weiß nicht, ob sie Blitzresistenz hat. Die gute Sif. Und ich glaube, das trifft ein bisschen besser, die Beine. Nope, null Schaden. Null Schaden, das ist ein bisschen mies. Aber dafür treffe ich. Viel, viel früher in Dark Souls drücken als ich es gewohnt bin, ne? Das ist so krass in Dark Souls 1. Die macht aber auch nicht so richtig Schaden, die Waffe. Macht weniger Schaden, aber ich treffe besser, ne? Als mit dem Speer. Vielleicht doch die helle Barde und dann den Schwungangriff machen.
Oder wisst ihr was? Ich glaube, das müsste ja vom Level her passen. Ich habe doch noch das Gemälde. Ich könnte ja erstmal ins Gemälde gehen. Bin ich da von der anderen Seite besser dran? Oh, die gibt's im Tutorialgebiet. Ah, shit. Ah, Mist. Was machen wir dann? Was machen wir dann? Ja, doch, Sif. Gibt's irgendwo noch einen Boss, den ich killen kann für ein bisschen... Firelink auf plus 20 pushen. Und dann Haveln. Ja, Haveln ist irgendwie schon ein bisschen lame, oder? Also ich hätte es gerne ohne Havel gemacht. Auch Artorias und Manus. Wieso darf ich mich... Ist das... Oder ist das die Tiefen? Nee, die Tiefen ist doch woanders. Welcher Altar ist jetzt der im Dschungel? Im Wald? Welcher... nee, genau, Tiefen ist hier. Warum kann ich mich nicht zum... Da darf ich mich nicht hinteleportieren? Ah doch, der Sonnenlicht. Ist es das? Ich darf mich nicht in den Wald teleportieren? Was soll denn das? Das ist ja eine Schweinerei. Hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass man sich hier nicht überall hin teleportieren darf. Kannst du denn theoretisch meinen Speer noch hochleveln? Ah, die göttliche Glut, ja klar, nimm. Ja, da geht schon noch ein bisschen was. Grauer Brocken, ah. Shit. Was war nochmal das krude Zeug? Weiß man nicht. Große Scherbe. 5 Stück. Und göttlich. Göttlich macht Magieschaden. Entfernt Scaling jetzt hat. Okay, das ist krud. Dass ich den da getroffen habe, ich war eigentlich viel zu weit weg. Hat der Speer eigentlich irgendein Scaling? Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ne, der hat auch keinen, der hat kein Scaling. Aber mit was? Scaled der mit irgendwas, weil der halt Blitz hat? Nee, ne? Die Hellebarde, DC. Geschicklichkeit. Die Riesenkeule. Stärke. Wäre halt wieder Stärke, ne?
und die vergiftet, was natürlich auch ganz geil ist. Vielleicht gehe ich doch einfach auf Stärke ab jetzt und nehme mir die Riesenkeule. Ja, also muss ich jetzt echt meine Menschlichkeit aufheben? Das ist... Nee, eigentlich nicht. Ihr wollt doch invaden können, oder nicht? Leute, sagt mal. Das ist doch Quatsch. Ich meine, jedes Mal, wenn ich jetzt hier durchlaufe, könntet ihr ja einen Invade probieren. Es gefällt mir nicht, dass du so nah hinter mir bist. Was macht denn der für eine schwere Attacke? Einfach nur ein Stich so nach vorne. Okay. Hier geblieben. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt die ersten Treffer so gut mache und jetzt treffe ich nichts mehr. Hey, sag mal, du willst mich doch verarschen. Na bitte, geht doch.
So. Und jetzt kann ich... Ah, warte mal. Kostet jedes Mal so ein Fluch-Item. Weil ich erst menschlich werden muss und dann das Fluch-Item verwenden muss, oder was meinst du? Ah, du hast nur kleine Scherben, der andere hat ja auch große. Ha. Huh. Ah ne, ich brauche ja eh graue Brocken. Ist ja nochmal was anderes. Das ist ja nochmal was anderes. Wenn du durch Invasion stirbst, dann wieder ein neues Fluch-Item brauchst, okay. Das hier? Nee. Nicht von der Ratte jetzt killen lassen. Nicht von der Ratte jetzt killen lassen. Hier will ich, glaube ich, hin. Komm, tu es. Jetzt bräuchte ich, glaube ich, kein Fluch-Item, oder? Wie komme ich denn schnell an Menschlichkeit ran? Einfach bei den Ratten, oder? Die haben das. Immer wieder unten bei den Ratten durchlaufen. Eigene Invasions spielen. Ja, stimmt. Incense Fortress killen. Ja, dann machen wir jetzt mal schnell, Cathy. Oder Cathy, die gute Cathy. Eigentlich brauche ich die ja nicht killen, die Jungs. No, 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 no. Nicht gut, aber hier unten kann ich entlang. Alles, nichts passiert, nichts passiert. Er nennt sich Kat. Oder Kev. Kav? Achso, die Leiter ist ja noch gar nicht unten. Shit. Was mache ich jetzt? Sterben.
Ah. Kauf. Kauf. Ah, um Gottes Willen, okay, keine Ahnung. Das ist immer noch die Kathi. Die gute Katharina. Es ist nämlich ein Mädchen. Ein Mädchenwurm. Wie war denn das hier nochmal? Wo muss ich denn nochmal lang? Hier gab's doch auch irgendwas Cooles, ne? Nicht! Nicht! Was trifft mich? Du? Was gab's hier hinten nochmal? Eine Seele. Muss ich hier jetzt eigentlich... Ach so, ich muss hier erst Wasser lassen. Ja, stimmt, ich muss erst da hoch. Muss ich erst aufs Dach? Ich glaube, ich muss sogar erst aufs Dach, ne? Ey, stopp! Wie war denn die Nummer hier jetzt nochmal? Irgendwas war hier noch. Ja, das, okay. Eine Dark Hand, von der ich mit... Okay, das klingt wild. Wie war denn die Angelegenheit hier jetzt nochmal? Ah, okay, den Schlüssel kriege ich... Muss ich doch nach oben. Ging das hier rüber? Nee, ne? Glaube nicht. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich muss irgendwie innen durch. Hier gab es irgendwo einen Schornstein, durch den man klettern konnte. Ey, nicht, Leute. Das ist so eine miese... Nee, jetzt wurde ich gegrabbelt. Ihr seid solche Scheißviecher, ne? Ihr, nee, ja, genau. Ihr könnt durch Wände laufen, aber wenn ich durch euch durch will, geht das nicht, ne? Scheißdreck, ey. Die werden dabei nicht mal aggro. Das ist ganz schön mies. Warum bin ich denn jetzt hier? Danke.
Jetzt muss ich in diesen dämlichen Ruinen da vorne irgendwie diesen Weg den Schornstein hochfinden. Den habe ich das letzte Mal schon nicht richtig gefunden, glaube ich. Droppt ihr nicht auch irgendwas? Ah, da sind Flüche. Okay, genau, Wanderfluch. So heißt das Ding. Aber jetzt bin ich ja, jetzt muss ich keinen Wanderfluch nehmen, jetzt bin ich dauerhaft verflucht. Das passt auch. Es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass ich jetzt Sifs Ring hier schon angezogen habe, fällt mir gerade so auf. Aber auch halb so wild. So, wo waren die Nummer jetzt? War das nicht hier irgendwo? Ah, hier ist es. Nee, 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 nee. So, komm mal her. Siegelschlüssel, dankeschön. Was laberst du? Fluch brechen lassen. Nee, will ich ja jetzt aktuell nicht. Was hat er sonst? Fluchabwehr. Okay, scheiß drauf. Muss ich jetzt echt hier durch wieder? Ja, anscheinend. Und jetzt kann ich das Ding, kann ich jetzt den Dinger aufmachen, oder? War das so? Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber ich glaube ja. Ich glaube, ich kann jetzt hier die Tür aufmachen, ja. Jetzt läuft das Wasser ab. Und jetzt muss ich irgendwo ein Leuchtfeuer finden, das näher dran ist. Lass mal gut sein, ey. Wo kommst du denn her? Bist du mir gefolgt von da hinten? Aua! 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 Was war das denn jetzt? Och Mann, ey. Nee. Scheiße. Ach, Kacke. Ach, was für ein Mist. No. Ah, warum? Ist die dämliche Zaubertante tatsächlich von da hinten mir gefolgt bis dahin, ne? Und dann nicht abgehauen. Nee, nee.
kenne nicht mal mehr den normalen Weg hier runter, ne? Eigentlich sollte ich jetzt auch den Fluch loswerden, glaube ich. Weil jetzt geht's ja eigentlich ziemlich direkt zu den Four Kings, ohne Umwege. Glaube ich. Ich muss es mir schnell mal angucken, aber ich glaube, dass ich jetzt zu den Four Kings gehe. Ohne noch weiteres Zeug zu tun. Deswegen. Ging das hier? Nee, das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Zwei Hilfskameraden beschworen. Lol. Jetzt habe ich natürlich. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Ich bin hier vollkommen falsch. Bin da saudumm runtergefallen. Da will ich gar nicht hin. Aber jetzt weiß ich wieder den normalen Weg. Man muss hier durch. Und die Drachen bekämpfen. Kriege ich von euch nochmal Drachensteine? Wahrscheinlich, ne? So, fluchlos werden. Wie mache ich das nochmal? Wie werde ich nochmal mit Fluch los? Ich weiß halt gar nichts mehr. Oh Mann! Schon, ne? Da oben. Ah, stimmt, die hat so einen. Ah, der Typ bei den. Auf dem Dach bei den Geistern. Einer davon verkauft's günstiger, glaube ich, ne? Da war doch irgendwas. Eigentlich habe ich nicht vor, nochmal verflucht zu werden, deswegen ist es mir eigentlich wurscht. Hol ich schnell da oben. Passt schon. Bei der alten. Ey! Ha, Wanderfluch wäre wahrscheinlich günstiger gewesen, anstatt mich hier jetzt zu verfluchen, ne? Genau, der Läuterungsstein. Habe ich davon nicht einen? Ach, egal. Die hat auch Menschlichkeit, 3 Stück. Gut zu wissen. Ich habe ja, ich krieg ja da Wanderflüche. Ich hätte es erstmal damit versuchen können, anstatt mich hier gleich verfluchen zu lassen. Aber, naja, so ist es halt manchmal nicht überlegt. Was passiert eigentlich, wenn ich in den Tiefen den Ring ausziehe? Solange die Kings leben, stirbst du sofort. Okay, das heißt, ich muss den Ring unten drin anlassen. Und mich dann tatsächlich versuchen, irgendwie. Irgendwie durchzuhaveln, ne?
Ja, das bisschen Leben hätte ich jetzt eigentlich heilen können, ne? Der Bossrun ist so kacke. Das ist tatsächlich hier der Bossrun, oder? Was anderes bleibt mir eigentlich fast nicht übrig, als von hier aus dahin zu laufen, oder? Gibt's noch ein näheres Leuchtfeuer? Nee, ne? Schnauze, ey, was? Ach, meine Fresse, ey. Bei denen kommt man auch schlecht durch. Ja, eben. Also, das hier ist schon, ich würde auch sagen, der angenehmere Bossrun ist der hier. Da werde ich zweimal getroffen und das war's eigentlich. Und dann kann ich. Ich darf halt nicht geradeaus runter, so wie das letzte Mal, und da drauf gehen, sondern ich muss hier. Und dann. Wo war denn das nochmal? War das hier? Ja, genau. Dann kann ich da rein. Ich probiere es jetzt einmal mit Havel, aber ich weiß nicht, ob das der Way to go ist tatsächlich hier an der Stelle. Oh, das ist schlecht. Ah, so schlecht war es gar nicht. Es klaut mir nur sehr viel Zeit. Ach komm, echt? Nochmal? Oh. Schnauze jetzt. Hören Sie bitte auf, mich zu fressen. Ich hab dich auch lieb. Saftsack. Wo ist der andere? Da.
Warum kommt dann noch mal einer? Kein Grab, kein Zauberangriff, das ist natürlich nice. Ja, also Havels Rüstung macht's einfach alles easy. Havels Rüstung ist der Easy Mode in diesem Spiel. Hey, Kati. Hallo. Grüß dich. Servus. Guten Tag. Ich mein, jetzt kann ich ihn ausziehen, ne? Jetzt sterbe ich hier nicht, wenn ich den ausziehe. Jetzt geht's, sehr gut. Da werden sie ganz schnell ganz viele. Okay, nice. So, jetzt brauche ich natürlich einmal kurz, gib mir mal kurz meine Flakons und so. Ich gebe mal noch keine Seelen aus, jetzt muss ich mal kurz schauen. So, hier brauche ich jetzt Menschlichkeit, sagst du. 10 Stück. Wie viel habe ich denn? 2, 4, ja, reicht. Soll ich die jetzt alle schlucken und ihm 10 Menschlichkeit opfern, oder sehe ich das richtig? I am the primordial serpent, Darkstalker Karth. I can guide and illuminate the truth. The truth I shall share. Ohne Gefühlsduselei. Ah, super. Wind has blurred your past to prevent the birth of I am the primordial. I seek to right the wrongs of the past to discover the. Ja. Meine Güte, kannst du viel labern. This is Gwyn's prison. Now. What is it? Ach so, jetzt muss ich erst das tun. Okay. Very once seat fill then. Are you then? Ja, ich weiß Bescheid. So, jetzt hat Eid leisten, ja. So, und jetzt Finsterhand, geil. Du hast einen Eid geleistet. Und jetzt baller ich mir 10 Menschlichkeit rein. Und die bekommst jetzt du. Eidgegenstand, Menschlichkeit darbieten, ja. Menschlichkeit dargeboten. Roter Augapfel. Eid vertieft und höhere Ebene erreicht. Um Eidgegenstand bitten. Ah, hier kann ich geborstene rote Augäpfel holen. Okay. Ja, damit hat sich die Nummer jetzt erstmal erledigt. Feuerbandschrein.
So, wo benutze ich diese Hand? Ist das hier so ein Gegenstand? Oder wie funktioniert das? Ist eine Waffe. Ah. Nee. Wie? Was hätte ich denn machen sollen? Ich verprügel ihn jetzt halt mit der Hand, ne? Oh! Ja, du bist aber immer noch wütend auf mich. Ups. Der hatte keine Humanity. Ich hab dir einen Gefallen getan, okay. Ah, der Mage-Dude, den habe ich noch nicht gefunden, glaube ich. Da, der da. Ah, der Dicke. Zwei Menschlichkeit. Jawohl. Ah, ist das geil. Ah, okay. Ah, super. Ah, gigantisch. Ah nee, brauche ich jetzt ja gar nicht. Ich habe ja zwei Menschlichkeit. Kann ich nochmal leveln? Zufällig? Nee, gerade so nicht. Ja, dann mache ich aber geschwind einen noch ein Level up. Ach komm. 500 fehlen ungefähr. Nehme ich nochmal so eine. Du bist ja jetzt offiziell einer der roten Bastarde hier. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. Ich wollte, glaube ich, Kondition noch ein bisschen höher, genau. Einunddreißig ist zu viel. Ah, 25. Ja, passt. Nice. Ich versuche jetzt einen Invade in Incense Fortress. Und dann versuche ich mal mit der Hand, was die macht. Ob ich dann auch so vampirmäßig denen die Menschlichkeit aussaugen kann. Let's go.
Aber bin ich nicht schon zu hohes Level? 54. Meinst du, ich krieg hier noch, ich finde hier noch Leute? What the fuck? Mit dem Blitzspeer auch so assi, ne? Kann ich das jetzt einfach hier starten? Ja, ne? Und dann warten wir einfach einen Moment. Und chillen eine Sekunde. Und schauen mal, was abgeht. Ich werde auf jeden Fall... Echt? Habe ich schon was gefunden? Ich werde auf jeden Fall versuchen, die Hand zu benutzen. Habe ich nochmal einen? Ja, das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich bin wieder hier gelandet. Ja. Ja, sehr gut. So, wo ist er? Brugerista. Ah, ich höre ihn, glaube ich, links. Guck mal. Hey! Nicht weglaufen! Was macht der denn? Hä? Ja, und jetzt? Chillst du da unten? Oh oh. Ups. Scheiße. Upsi. Was? Oh, jetzt spawn ich hier. Die Taktik ging absolut auf, ja. Achso, jetzt muss ich... Bin ich jetzt... Ach, ich bin noch menschlich. Okay, cool. Das ist ja nett. Und nochmal. Na? Ja, ich weiß, dass du suchst. Achtung, Verzweiflung.
Okay. Ah, jetzt. Jetzt gibt's hier mal auch ein bisschen PvP-Action. Hat ja lange genug gedauert. Hi, the Master. Grüß dich. Servus. Yes, es hat funktioniert. Mit dem Drachenschwert. Aua! Alter! Holy shit! Dieser Blitzspeer, ne? Der ist so mies. Und drei Menschlichkeit ausgesaugt. Ich bin jetzt gespannt. Mich würde es echt interessieren, ob jetzt die Menschlichkeit von ihm weg sind, ob ich die jetzt bekommen habe. Aber wahrscheinlich nicht, oder? Das wird da immer noch bei seinem Loot liegen. Oh, mit diesem Blitzspeer. Es ist so mies. Es ist einfach so gemein, ne? Ich meine, fünf Menschlichkeit reicht ja jetzt auch erstmal, dass ihr mich wieder invaden könnt. Auf dem weiteren Weg. Was wäre denn jetzt, was ist denn eigentlich das nächste, was jetzt kommt? Nachdem ich jetzt die Four Kings gemacht habe, jetzt Nito, oder? Ja, das ist easy zum Ausweichen. Ja, klar, aber es ist trotzdem witzig, wenn es mal trifft, ne? Was er macht auch, wie er so wie so ein Vampir die Menschlichkeit aussaugt, ist einfach so geil. Zuerst Nito Isalith. Ah, ja, genau. Okay, auf was habe ich denn am wenigsten Bock? Zeth ist irgendwie ganz cool, der Weg dahin. Der Weg dahin ist nett. Nito. Da ist der Bosskampf ganz nett, der Weg dahin ist so mäh. Izalith ist der Weg auch ganz cool. Izalith, da erwarten mich ja noch mehrere Bosse in Richtung Izalith. Das sind ja tatsächlich, da ist ja einmal der Tausendfüßler, dann der Lavastromdämon, dann der Feuerdämon und Izalith. Also da ist ja richtig was los in der Ecke. Und Nito hat ja ein cooles Schwert wohl anscheinend, das ganz geil ist. Vielleicht probieren wir Nitos Schwert aus. Dann müsstet ihr mir aber sagen, wo dieser Sarg ist, dass man da hinkommt an Nitos Schwert. Und gab es eigentlich bei Dark Souls 1 gibt es nur ein DLC, ne? Das war nur ein DLC, oder? Jetzt klappt's aber. Level und Waffenstufe ist wahrscheinlich zu hoch. Ja, das ist ab und zu mal The Master wieder. Den hatten wir vorhin schon. Der ist weggerannt, oder? Das war der, der abgehauen ist. Ah, nee.
Ja, renn weg. Okay. Er hat den Freitod gewählt. Der Besiegte wurde angeklagt. Wieso wurde er angeklagt? Was ist das jetzt wieder? Da gibt's ein Item, das das kann und ein Item, der Angeklagte invaden kann. Bin ich angeklagt jetzt? Hat er mich angeklagt vielleicht? Weil ich schon das zweite Mal da bin? Jawohl! Aber das ist ja gut für mich. Ich habe mich gerade gefragt, was das ist hier oben. Schon wieder? Hä, wie kann er denn jetzt schon wieder menschlich sein? Hä, er ist doch gerade eben erst hier gestorben. Wie kann er denn schon hier zurück sein wieder? Der drückt auf den Finger. Welchen Finger? Und den Cooldown. Stimmt, den macht er ja auch. Trotzdem spawnt er ja jetzt theoretisch beim Leuchtfeuer. Gibt's hier noch ein Leuchtfeuer, von dem ich nichts weiß? Hier drin irgendwo. Dass er so schnell da oben wieder sein kann, weil er muss ja hier durch, hier lang, da vorrennen, da hoch, da rein. Dann muss er sich erst menschlich machen und alles, also das ist ja schon... Wir warten jetzt halt wieder auf denselben Spieler. Vermutlich. Ist wahrscheinlich wieder er. Jetzt viel zu schnell eigentlich. Ja, wieder derselbe Spieler. Wie kann er denn... Okay, was macht er? Jetzt hat er eine andere Waffe. Oh, ist das mies. Oh Gott. Der Arme. Komm, ich erlöse dich von deinen Qualen. Nach Anor Londo gucken. Machen wir kurz. Gehen wir auch mal nach Anor Londo. Gehen wir mal kurz nach Anor Londo. Sind eigentlich meine Schlangen jetzt hier wieder am Leben? Nee, die sind tot, okay. Aber die Pfanne ist, die Falle ist resettet. Das ist ja witzig. Hier müsste ich ja einfach hier stehen können. Ah ne, hier darf ich es nicht machen. Ich
Hier auch nicht. Warum? Warum darf ich es nicht machen? Ich will ja nicht jedes Mal den Aufzug fahren. Ja, dann kann ich doch aber auch bei dem anderen Leuchtfeuer den Aufzug nehmen, oder? Das ist doch kürzer. Und mich bei Ornsteins Maug reinstellen und es dort machen. Also wenn ich hier diesen, die 100 Meter davor laufe, oder 200. Nach dem Bossbereich, also direkt hier. Nee. Boah, ah. Ach so, jetzt hat, ich weiß, was du meinst. Nach, in diesem Sinne von hier aus, laufe ich ja jetzt hinter den Bossbereich. Ich finde das immer noch, das instant getroffen, wie viele Leute einfach Dark Souls 1 in menschlicher Form spielen und wie viele davon irgendwie nicht. Lol, wen hat er denn dabei? Mottenmönch. Und ihn muss ich killen. Der hat einen Kumpel dabei. Alter, was spielen die denn für ein seltsames Spiel, ey? LOL! Lol, er wird gar nicht gestunt. Hart. Die mit ihrem Magieblödsinn, ey, ganz ehrlich, kommt mal hier zu euren Rittern. Ziel zerstört, jawoll! Hey, 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 hey. Wuhu! Ja, gewusst wie irgendwie, ne? Ich hab gedacht, gegen zwei, dann hole ich mir halt auch einen Kumpel dazu. Dann hole ich mir halt auch einen Kumpel! So nicht, Leute! Da geht's Tor zu. Pyromancer. Hier ist schon dunkel, der hat schon die Lady umgebracht. Das ist der Falsche. Das ist der Richtige. Finstergeist, der hat hier mehrere, die ihn angreifen. LOL. Warum? Alter! Warum macht der mir Schaden? Alter! Was hat er hier für einen Kumpel am Start? Nicht mich, nicht mich, nicht mich! Ich bin nicht das Ziel!
Ich bin nicht das Ziel. Ey, was ist das hier jetzt? Ich verstehe nicht, was hier los ist. Was passiert hier? Hilfe! Was ist hier los? Die blauen Dudes jagen Angeklagte. Okay, keine Ahnung. Hier war viel zu viel los gerade. Holy shit. Aber irgendwie geil. Das war irgendwie geil. Da ging's voll ab. Ey, das ist voll krass, wie viele Leute einfach da am Start sind. Ich bin total erstaunt. Ah, ich bin keine Hülle, stimmt, ich sterbe ja, das ist ja nix, ja, stimmt. Gut. Ja, 2 Stunden 20 YouTube-Video, kann man schon mal machen, oder? Alle, die sich dieses Video ganz oder halb oder gar nicht oder keine Ahnung, stückweise angeguckt haben, hey, Dankeschön fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Am Anfang habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Entschuldigung. Aber Ornstein und Smaug haben mich wieder geärgert. Und wir sehen uns im nächsten. Haut rein. Tschüss.